Lukas Korn, ich bin bei Cisco für das Thema Cloud Security verantwortlich. Und wenn wir bei Cisco von Cloud Security reden, dann reden wir von Cisco Umbrella. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf heute. Ich bin selber kein großer Freund von PowerPoint-Präsentationen. Deswegen wird es 10 Folien, 15 Minuten geben und dann springen wir in eine knackige Demo rein. Wenn Fragen auftauchen, die bitte einfach in den Chat stellen. Und die werden wir dann im Nachgang im Q&A, im Austausch gerne beantworten. Bevor ich starte und auf die Lösung eingehe, möchte ich ganz kurz ein bisschen Verständnis schaffen, warum überhaupt Cloud Security. Und um diese Frage zu klären, warum Cloud Security, zeige ich immer diese Folie her. Auf der linken Seite sehen wir unser klassisches Netzwerk, sagen wir mal von vor 10 Jahren, sehr auf unser Data Center fokussiert. Das heißt, alle Applikationen, die ich zum Arbeiten brauche, waren in meinem Rechenzentrum auf meinem Hauptstandort. Die wenigen Mitarbeiter, die vor 10 Jahren im Homeoffice gearbeitet haben, die mussten sich über VPN verbinden, um überhaupt auf diese Unternehmensressourcen zugreifen zu können. Wenn ich Nebenstandorte gehabt habe, gab es vielleicht noch MPLS-Verbindungen von SD-WAN. Damals noch keine Rede. Und hier war auch meine ganze Security. Und ich hatte hier auch den Breakout ins Internet. Das heißt, alles wurde zurückgetunnelt. Ich hatte den Breakout hier ins Internet. Das hat super funktioniert, weil 80% meines gesamten Datenverkehrs interner Datenverkehr waren. Und das bitte jetzt kurz merken, weil das ein wichtiger Punkt ist. 80% des Datenverkehrs waren intern. Und jetzt so mit 2008 ist es ein bisschen zu einem Paradigmenwechsel gekommen. Apple bringt das iPhone auf den Markt. Ich kann plötzlich ja, von überall surfen und wir gewöhnen uns langsam an den Luxus, von überall surfen zu können. Und sukzessive wandert alles in die Cloud. 2008 bin ich auf meinem Telefon noch mit 500 Megabyte, 1 Gigabyte Daten ausgekommen. Sukzessive gehen Daten in die Cloud, User gehen in die Cloud, Applikationen gehen in die Cloud. Heute brauchen wir schon, naja, fast 1 Gigabyte pro Tag an Daten. Zum Glück gibt es fast überall WLAN. Aber es macht plötzlich keinen Sinn mehr, weil 80% des Datenverkehrs sind jetzt nicht mehr intern, sondern 80% des Datenverkehrs gehen nach extern. Und dann macht es plötzlich keinen Sinn mehr, 80% der Daten irgendwo hinzuschicken, wo sie gar nicht hin müssen, nämlich in mein Rechenzentrum, wo ich die Security habe. Dann werde ich nämlich hier ein Bottleneck bekommen. Ja, vielleicht ganz kurz. Gartner bezeichnet diese Art, ein Netzwerk zu betreiben, als Netzwerkgymnastik. Wenn ich 80% der Daten wohin schicke, wo sie nicht hin müssen. Ich habe dann Netzwerkgymnastik gegoogelt, habe dazu nichts gefunden. Aber ich glaube, Gartner hat sich das circa so vorgestellt. Man kann sich schon sehr weit verbiegen und diese Artistin schafft das auch gut. Für mich schaut es ein bisschen schmerzhaft aus. Und ich glaube, auch diese Artistin wird sich nicht viel weiter verbiegen können. Aber die Daten, die extern ja, rausgehen, die werden garantiert mehr und die internen Daten werden immer weniger. Und das ist auch der Grund von Cisco Umbrella, weil wir gesagt haben, gehen wir mit der Security dorthin, wo unsere Daten sind, wo unsere User sind, wo unsere Applikationen sind, in die Cloud und sichern unser User dort ab, wo sie sind, ohne den ganzen Traffic hier zurückzusenden. Ja, und das ist der Hintergrund zu Cisco Umbrella. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Lösung ein. Auf der Folie sehen wir alle Bausteine, die wir in eine Lösung integriert haben. Und hier ist wichtig zu wissen, es ist alles kann, aber nichts muss. Ich kann klein beginnen und dann immer sukzessive erweitern. Ja, und der wichtigste Baustein, und das wird auch der Fokus von unserem Webinar heute sein, ist die DNS-Security. Ja, warum ist das der wichtigste Baustein? Ganz einfach, weil man hier den schnellsten Return on Investment hat. Ja, ich habe wenig Aufwand, das heißt, es ist schnell implementiert und ich sehe sofort ein Ergebnis. Ja, ich kann mein gesamtes Netzwerk mit 10, 20, 50 Niederlassungen innerhalb weniger Stunden schützen. Ich kann meine User im Homeoffice schützen, auch wenn sie nicht im VPN sind. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis für das Level an Security, das ich hier bekomme, ist unschlagbar. Warum ist jetzt das Ganze so effektiv auf DNS-Seite? 80 bis 90% der Malware nutzt noch immer DNS als Einfallstor. Das heißt, ich muss das irgendwie überwachen, die wenigsten überwachen DNS, ja. Und wir sehen hier täglich bis zu 600 Milliarden
DNS-Anfragen, das heißt eine unheimliche Menge am gesamten Internet-Traffic, und wir blocken die Verbindung, bevor sie überhaupt hergestellt wird. Vielleicht für diejenigen, die sagen, okay, DNS-Security reicht mir nicht, ich brauche Proxy-Funktionalitäten, kann man dann einen Schritt weitergehen und in derselben Lösung, ja, das Secure Web Gateway, also einen Proxy in der Cloud nutzen. Wenn ich jetzt SSL-Verschlüsselungen aufbrechen möchte oder Dateien in der Sandbox detonieren lassen möchte und wirklich diese URL-Visibilität benötige. Ich kann auch eine Cloud-Delivered Layer 7 Firewall einbauen, wo ich den ganzen Traffic, der nicht Web-Traffic ist, hier kontrolliere für Outbound-Traffic. Vielleicht noch eine spannende Funktionalität für diejenigen von Ihnen, die Cloud Storage nutzen, sprich Dropbox, Box oder OneDrive. Da werden oft Dateien hochgeladen, ohne dass kontrolliert wird, was ist überhaupt in diesen Dateien drinnen. Und hier hätte ich eine Möglichkeit als Administrator dieser Cloud Storage Lösung und als Administrator von Umbrella zu sagen, bitte Umbrella, scanne mir all diese Dateien, die ich hier in OneDrive habe. Und wenn du was Maliziöses findest, dann kann ich es löschen oder unter Quarantäne stellen. Der Cloud Access Security Broker, eine spannende Möglichkeit, den Zugriff auf Applikationen zu kontrollieren. Ich werde es dann später herzeigen. Stellen Sie sich jetzt vielleicht ganz kurz mal die Frage oder posten Sie es doch gerne in den Chat. Wie viele Applikationen, glauben Sie, werden denn bei Ihnen im Unternehmen durchschnittlich genutzt? Ich werde das dann später auflösen, wie viel ein Mittelstandsunternehmen von 500 bis 1500 Mitarbeitern in Deutschland circa an Applikationen nutzt, aber gerne den Chat nutzen und da einfach mal erraten. Ich werde das später auflösen. Vielleicht noch ein letzter spannender Punkt. Remote Browser Isolation ist vielen wahrscheinlich noch kein Begriff, ist aber eine spannende Möglichkeit, tatsächlich 100% sicher zu surfen. Wie ist das möglich? Ich surfe einfach nicht mehr in meiner eigenen Umgebung, sondern ich surfe in einer Cloud-Umgebung, in einer isolierten Cloud-Umgebung, die nicht bei mir liegt, sondern in dem Fall in der AWS Cloud. Und sehr untechnisch formuliert, ich bekomme dann nur noch ein Videobild dieses Browsers, dieses isolierten Browsers auf meinen Screen. Und egal, was ich dort ansurfe, es kann nichts passieren, weil es nicht in meiner Umgebung ist. Also da für viele Entwickler, die vielleicht Zugriff auf ja, gefährliche Webseiten wie GitHub brauchen, eine Möglichkeit hier sicher auf diese Webseiten zuzugreifen. Ja, nächster Punkt, heute der Fokus auf die DNS-Security. Wie funktioniert unsere DNS-Security? Der erste Schritt, ich muss irgendwie die DNS-Anfragen zu Umbrella bekommen. Das heißt, ich nehme meinen DNS-Forwarder, viele haben da die Google-Server eingetragen, das heißt 4 mal die 8 und 2 mal die 8 und 2 mal die 4. Und dort würde ich im DNS-Forwarder einfach die IP-Adressen von Umbrella eintragen. Dann geht die DNS-Anfrage zu Umbrella, und wenn wir diese Domäne mit maliziösem Inhalt oder mit Phishing verbinden oder mit Command-and-Control-Callback, dann lösen wir die DNS-Anfrage nicht auf und geben die IP-Adresse von der DNS-Anfrage nicht zurück. Das heißt, die Verbindung wird nie hergestellt. Ich sehe das nie auf meinem Endpunkt, und der User bekommt eine Blockpage angezeigt mit unserer IT-Security hat das gerade blockiert. Wenn wir wissen, die Domäne ist gut, dann wird die DNS-Anfrage ganz normal aufgelöst. Und hier vielleicht dieses Fragezeichen, ja, tatsächlich 5% aller Anfragen kann man als risikobehaftet einstufen, wo wir einfach nicht genau wissen, ist das jetzt gut oder ist das böse. Nehmen wir den Signal-Messenger-Dienst. Ja, dort, der ist per se nicht maliziös, aber dort werden auch oft Dateien ausgetauscht, was natürlich eine potenzielle Gefahr mit sich bringen kann. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, näher über einen intelligenten Proxy, wo wir dann die IP-Adresse von dem Proxy zurückgeben, näher reinzusehen in diese Kommunikation und dementsprechend auch mehr blockieren zu können. Für viele natürlich ein Thema, DNS ist die Grundlage des Internets, ohne dem geht es nicht. Wir haben hier seit 2006, das ist das Jahr, in dem die OpenDNS gegründet wurde, die haben wir dann 2015 akquiriert als Cisco und dann sukzessive weiterentwickelt, aber wir haben seit 2006 100% Uptime.
Natürlich ist eine Lösung immer nur so gut wie die Intelligenz oder die Threat Intelligence dahinter. Unsere Threat Intelligence bei Cisco heißt Cisco Talos, besteht circa aus 400 Researchern und Analysten, ist einer der größten nichtstaatlichen Threat Intelligence Organisationen auf der Welt. Wir sehen hier bis zu 2 Milliarden Malware Samples täglich und wir blockieren 200 Millionen IPs und URLs täglich. Und dadurch, dass wir mehr sehen, blockieren wir auch mehr. Auf DNS-Seite, welche Möglichkeit habe ich jetzt, mich abzusichern? Hier ist es ganz, ganz schön aufgezeichnet. Einerseits natürlich meinen Hauptstandort, indem ich am DNS-Forwarder die IP-Adressen von Umbrella eintrage. Dann sind natürlich auch die IoT-Geräte dahinter geschützt, sprich Drucker, Kühlschränke, Smartwatches oder wenn man hat eine Solaranlage, dann wird man merken, die ist vielleicht in China hergestellt worden und dann wird man merken, okay, die holt sich die Updates natürlich auch aus China und die Geräte, die mitgebracht werden, das Gäste-WLAN ist dann natürlich auch abgesichert. Spannendster Use Case sind unsere Homeoffice-User seit Corona in aller Munde. Was passiert, wenn die nicht im VPN sind? Welche Kontrolle habe ich dort im Einsatz? Und der nächste Punkt sind Mobiltelefone. Immer öfter sitzen die Leute in der Straßenbahn oder im Bus, rufen ihre E-Mails dort auf und natürlich kommen auch in die Unternehmensbox irgendwelche Phishing-E-Mails mit potenziell maliziösen Links. Und auch hier muss ich irgendeine Art von Kontrolle hereinbringen. Das führt uns zu folgenden Use Cases, die hier nicht abschließend aufgelistet sind, aber einfach als Ideenfindung. Der Haupt-Use Case ist der Homeoffice-User. Wie schütze ich meine User zu Hause, wenn sie nicht im VPN sind, wenn sie nicht hinter meiner Firewall, wenn sie nicht hinter meiner Security im Rechenzentrum stehen? Der zweite Use Case ist, wie kann ich einheitliche Regelungen über 10, 20, 30, 50 Standorte schaffen. Das betrifft vor allem auch Schulen, Gemeinde und Städten und Städte, die vielleicht 10, 20, 30 Schulen mitverwalten müssen, die ihre Schüler auch absichern müssen. Die dürfen nicht auf alle Inhalte zugreifen. Da gibt es ganz klare Regelungen von unserem Gesetzgeber. Das heißt, hier auch eine Möglichkeit, meine Schüler oder mein Public Wi-Fi für Gemeinden und Städte abzusichern. Ein Punkt, das Gäste-Wi-Fi, hier kann man natürlich sagen, es ist mir komplett egal, wenn jemand in meinem Gäste-Wi-Fi ist und dort irgendwelche maliziösen Seiten ansurft, das mag bis zu einem gewissen Grad stimmen, aber das ist natürlich auch unter Anführungszeichen der Tatort. Das heißt, alles, was dort angesurft wird, geht ja mit meiner IP-Adresse, mit meiner Unternehmens-IP-Adresse raus und wird dann mit mir in Verbindung gebracht. Das heißt, auch hier muss ich es irgendwie schaffen, Regelungen reinzubringen, dass die Leute in meinem Gäste-Wi-Fi nicht alles ansurfen können. Nächster Use-Case sind, ich habe es schon angesprochen, IoT-Geräte, auch die kommunizieren nach außen und müssen abgesichert werden. Ich habe es schon erwähnt, die Lösung ist schnell und einfach zu implementieren. Das heißt, vor allem für Unternehmen, die wenig IT-Personal haben und nicht viel Zeit haben, eine super effektive Lösung, hier schnell mehr Security zu bekommen und vor allem auch Visibilität zu bekommen. Und wenn ich ein SIEM oder irgendeine Event-Management-Plattform nutze, kann ich hier die Informationen, die ich über Umbrella bekomme, rein integrieren. Natürlich der wichtigste Punkt, und darauf sind wir sehr stolz, in einem Test von dem EV-Test-Institut in Magdeburg, ein unabhängiges Institut in Deutschland, haben wir vor einem Monat sowohl im DNS-Bereich deutlich besser abgeschnitten als unsere Mitbewerber, als auch beim Proxy, wo wir uns gegen sehr namhafte Mitbewerber auch bei dem Test durchsetzen konnten. Und das ist auch der Grund, warum weltweit mittlerweile mehr als 24.000 Kunden auf Umbrella vertrauen und hier exemplarisch ein paar, finde ich, sehr schöne namhafte Kunden aufgelistet, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Das war auch schon die Kurz-Demo. Ich habe versprochen, nur 10 Slides und nicht mehr als 15 Minuten. Ich glaube, ich bin sogar ein bisschen drunter geblieben.
Und jetzt springe ich zur Live-Demo. Gibt es vielleicht jetzt schon irgendwelche Fragen, die aufgetaucht sind? Ich sehe leider den Chat nicht. Alles. Ja, erstmal vielen Dank, Lukas, für den Input. Fragen bis hier sehe ich jetzt keine, zumindest aus dem Zuschauerplenum. Fragen, die ich mir zum Beispiel jetzt während des Referats angesammelt habe, wären zum Beispiel, wir haben ja über Cloud Security gesprochen und unter unseren Zuschauern, aber auch vielleicht da draußen in der großen weiten Welt, die sich theoretisch für Umbrella interessieren könnten, ist bestimmt der eine oder andere dabei, der bei dem Wort Cloud ein bisschen vorsichtig wird und sagt, Cloud ist vielleicht nichts für mich oder ist in unserer IT-Strategie im Unternehmen noch nicht so ganz angekommen. Was würdest du solchen Personen raten in Bezug auf Cisco Umbrella? Ja, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das höre, weil DNS ist ja etwas, was jeder von uns macht. Das heißt, die DNS-Anfragen müssen ja irgendwo aufgelöst werden und viele machen das über die Google-Server oder ihren lokalen Internet-Service-Provider. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ich ändere nur die Server, die die DNS-Anfrage auflösen und mache das Ganze sicher und für mich selber visibel. Aber in Wahrheit ist es nicht mehr oder weniger Cloud, als ich jetzt schon mache. Also das jedenfalls im DNS-Bereich. Muss man auch Cloud-Skeptikern sagen, es wird bereits gemacht, aber vielleicht noch nicht sicher. Okay, vielen Dank. Jetzt hast du gerade nochmal den Punkt DNS angesprochen, was ja auch quasi die große Überschrift ist für Cisco Umbrella. Wenn wir uns jetzt Firewalls angucken, sind da ja in der Vergangenheit auch einige Hersteller, die bereits DNS-Layer-Funktionalitäten bzw. DNS-Filter in ihren Firewalls eingebaut haben. Ist Cisco Umbrella dann im Punkt darauf in gewisser Weise obsolet oder würdest du das als gute Ergänzung noch sehen? Super Punkt und ich glaube, das ist die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Natürlich kann eine Firewall auch DNS machen. Ja. Das ist einerseits aber nicht wirklich die Aufgabe einer Firewall. Eine Firewall soll IPS und IDS machen und im Unterschied zur Cloud hat eine Firewall ganz einfach physische Limitierungen und arbeitet auf Basis von Listen mit wenigen 100 oder mit 100.000 wenigen Millionen Zeilen. Umbrella blockt um die 10 Millionen Domains. Dazu kommen täglich rund 60.000 mehr und vor allem auch 2 bis 3 Millionen newly seen Domains, die wir als Cisco Umbrella zum ersten Mal sehen. Das heißt, eine Firewall kann per se, wenn eine Domain jetzt neu registriert wird, hier nicht eingreifen, weil sie sie ganz einfach noch nicht kennt. Und damit eine Firewall die Kapazität hat, die ich in der Cloud habe, müsste sie unfassbar groß sein. Das heißt, ja, eine Firewall kann DNS und ist auch gut, wenn ich es nutze, aber sie kann es unmöglich so effektiv machen. Das vielleicht auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite habe ich dadurch dann einen Single Point of Failure und eine Security-Strategie sollte immer mehrschichtig aufgebaut sein. Das heißt, ich darf mich nie nur auf eine Schicht verlassen und natürlich der wichtigste Fall, eine Firewall schützt mich nicht, wenn mein Mitarbeiter nicht im VPN ist. Okay, super, was ja auch einer der Use Cases war. Ja, danke Lukas erstmal. Von dahin zumindest von meiner Seite erstmal keine Fragen. Aus dem Chat habe ich jetzt auch noch keine neuen reinkommen sehen. Wenn, wie gesagt, Fragen sind, gerne in den Chat stellen, aber auch gerne im Nachgang dann an den Termin im Q&A quasi. Und ja, dann schauen wir uns mal das Ganze in der Live-Demo an, würde ich sagen. Gerne. So, ich musste jetzt nur kurz im Hintergrund laden. Gut, Lukas, kann man meinen Screen sehen? Für mich ist er sichtbar und damit denke ich auch für alle anderen. Wunderbar. Also hier habe ich schon mal die Übersichtsseite, klassisches Dashboard, wo ich einfach sehe, was ist denn überblicksartig passiert? Sind meine Netzwerke aktiv? Funktionieren meine Roaming-Clients? Diese Network-Tunnel sind jetzt nicht relevant für den Teil der Demo. Ich sehe die gesamten DNS-Anfragen in meiner Organisation, meine Total-Blocks, wenn ich Content-Filtering betreibe und natürlich auch meine Security-Blocks. Hier sehe ich noch, okay, was hat meine Cloud-Delivered-Firewall blockiert. Es gibt mir einfach einen schnellen
schnellen Überblick, was bei mir passiert ist. Wenn ich jetzt mit Umbrella starten möchte, was ist jetzt der erste Punkt, den ich mache? Und da steige ich kurz auf mein eigenes Dashboard um. Ich gehe hier auf Deployments und auf Networks und man sieht, ich habe hier schon ein paar Testnetzwerke für die Demo hinzugefügt. Einen Homeoffice-Standort, Standort in London, Singapur, Nebenniederlassung. Wenn ich jetzt ein neues Netzwerk hinzufügen möchte, dann sehe ich hier schon meine Public-Facing-IP-Adresse. Gehe hier auf Add, füge mir meinen Netzwerknamen ein, nehme die IP-Adresse und nehme die Range, die ich hier auswähle. Und in einem zweiten Schritt trage ich dann die IP-Adressen der Cisco-Server auf meinem DNS-Forwarder, auf meiner Firewall ein. Und das ist alles, was ich machen muss, um ein Netzwerk hinzuzufügen. Ja. Und wir machen dann im Hintergrund Checks, ob vielleicht schon ein anderer Kunde diese IP-Adresse verwendet. Aber das ist alles, was ich brauche, um Umbrella mal rudimentär in Betrieb zu nehmen. Natürlich kann ich dann hier auch bei Roaming-Computers einen Client ausrollen auf Windows-Mac-Geräte oder für Kunden, die AnyConnect nutzen, die können den AnyConnect-Client nutzen und dort einfach ein Modul ausrollen. Vielleicht, wenn man das kurz herzeigt, wir nutzen natürlich AnyConnect. Da sieht man hier den VPN-Client. Ich bin gerade nach Amsterdam verbunden, aber wenn ich mich jetzt hier disconnecten würde, hätte ich noch immer dieses Roaming Security Modul aktiv und wäre durch Umbrella geschützt, auch wenn ich nicht im VPN bin. Und bei Mobile Devices, hier haben wir für Mobiltelefone Integrationen mit den gängigsten Mobile Device Management Plattformen, wo wir dann einfach eine Applikation aufs Telefon rauspushen können und auch unsere Mobiltelefone schützen können. Im iOS-Bereich ist das übrigens seit ein paar Monaten auch für nicht gemanagte Geräte möglich. Okay, bei Umbrella sind es immer drei Schritte. Lukas, wolltest du was fragen? Entschuldige. Ja, ich wollte jetzt einmal drauf eingehen. Jetzt haben wir ja gesehen, wie wir quasi ein Netzwerk schnell und einfach hinzufügen können bei Umbrella und quasi unter den Regenschirm setzen können. Können wir dann jetzt direkt auch ein Reporting sehen, quasi von welchem User bzw. welcher IP-Adresse eine Anfrage kommt? Das muss ich mal kurz mit Jein beantworten. Wenn wir ein Netzwerk so hinzufügen, wie ich das gerade hergezeigt habe, dann sehe ich im Reporting auch nur meine Public-Facing-IP-Adresse. Das heißt, in einem ersten Schritt weiß ich noch nicht, von welchem User oder von welcher IP-Adresse diese DNS-Anfrage gekommen ist. Das ist für viele Kunden mal praktisch, die sagen, ja, ich würde es mir gerne anschauen, habe aber Datenschutzbedenken. Braucht man überhaupt keine Datenschutzbedenken haben, weil wir es nicht auf den User zurückführen können. Wenn man in einem zweiten Schritt dann schauen möchte, von welchem User meine Anfragen Richtung Malware, dann geht das einerseits über den Roaming-Client, den ich ausrolle auf meinen Laptops, oder über eine virtuelle Appliance, die ich installiere, natürlich redundant, und die schalte ich dazwischen und dadurch bekomme ich dann die IP-Adresse und kann das auch rückführen auf den konkreten User und sehe dann, okay, von wem ist denn die Anfrage gekommen. Sehr hilfreich, danke. Gut, dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn man den Roaming-Client ausrollt. Wir schauen uns ja natürlich nur die Anfragen an, die nach Public rausgehen. Das heißt, man muss hier beim Domain-Management einfach nur die internen Domains eintragen, damit wir die nicht auflösen, das sei aber nur am Rande erwähnt. Der zweite Schritt, wenn ich jetzt mein Netzwerk hinzugefügt habe, dann möchte ich natürlich auch ein Regelwerk gestalten, also Policies festlegen. Funktioniert genauso wie bei einer Firewall nach dem Top-Down-Prinzip. Ich habe eine Policy für Mobilgeräte, vielleicht für Homeoffice-User, für meine Gäste, WLAN, und alles, was ich vergessen habe, mit Policies zu erfassen, landet dann hier in meiner strengsten, in der Default-Policy. Und ich glaube, da können wir auch ganz kurz durchgehen, was kann ich überhaupt mit einer Policy alles machen? Dafür gehe ich hier oben einfach auf Add, werde hier gefragt, ja, was möchte ich denn mit der Policy alles regeln? Einerseits Access Control, andererseits natürlich auch Security. Und bei den Advanced Settings kann ich hier noch einstellen,
Soll die Policy loggen? Soll sie nur Security Events loggen? Oder soll das Enforcement stattfinden, aber gar nichts gelockt werden? In einem zweiten Schritt sage ich dann, für wen soll diese Policy gelten? Ich habe auch die Möglichkeit, das in mein Active Directory zu integrieren. Das heißt, sehr granular und spezifisch Policies für einzelne User oder Usergruppen zu machen. Ich glaube, es ist naheliegend, dass ich für mich zu Hause kein Active Directory habe, aber ich kann dann auch einfach für einzelne Netzwerke, jetzt wähle ich mein Netzwerk hier in Singapur, Regeln treffen und dann sage ich, was soll denn auf der Security-Seite hier abgedeckt werden. Ja, Malware Command and Control Callback und Phishing ist relativ klar, das sollte immer blockiert werden. Newly seen Domains, das habe ich schon angesprochen, wenn wir mit Cisco Umbrella eine Domain zum ersten Mal sehen, nicht, wenn sie registriert wurde, wenn wir sie zum ersten Mal sehen, wird sie per Default immer blockiert, bis dann unsere Threat Intelligence im Hintergrund nach 30 Minuten bis 24 Stunden sagt, ja, die ist gut, auf die können wir den Zugriff gewähren oder bleibt weiterhin blockiert. Und was wir tatsächlich immer häufiger sehen, ist Kryptomining, wenn Unternehmensressourcen genutzt werden, die CPU vom Laptop genutzt wird, um Kryptos zu schürfen. Und ein spannender Punkt ist auch DNS-Tunneling, wenn das DNS-Protokoll ausgenutzt wird, um Informationen nach außen zu tun. Ja, wenn hier was aufploppt, sollte man besonders aufmerksam sein, weil DNS-Tunneling ja schon am Ende der Killchain ist. Da ist schon jemand bei mir drinnen und versucht, Informationen auf dem Protokoll unbemerkt nach außen zu bekommen. In einem zweiten Schritt kann ich nicht nur Security-Einstellungen treffen, sondern ich habe es angesprochen, ich möchte vielleicht in meinem Gäste-WLAN gewisse Regelungen treffen. Ich möchte Lehrlinge schützen, dass sie nicht auf Erwachseneninhalte zugreifen können. Ich möchte Schüler schützen. Kann hier dann auch ganz einfach Content-Filtering machen, drei vorgefertigte Kategorieblöcke oder einfach bei Custom mir das individuell zusammenstellen, welche Kategorien denn hier geblockt werden sollen. Kann ich mir auch vorher ganz einfach im Bausteinprinzip zusammensetzen. Genau das gleiche bei Applications, wo ich ganze Kategorien, ja, zum Beispiel Cloud Storage blockieren kann, wenn ich das nicht möchte, oder wenn ich eine E-Mail Security habe und meine Mitarbeiter Web Security aufrufen, dann könnte ich ganz einfach diese Web Security Dienste hier blockieren oder ich suche einfach nach einzelnen Applikationen, die ich bei mir nicht genutzt haben möchte und blockiere die so individuell. Ja, nächster Schritt sind dann sogenannte Global Allow oder Global Blocklists. Wenn ich jedenfalls unabhängig von dem, was Cisco Umbrella sagt, was Cisco Talos sagt, gewisse Domains blockieren möchte oder explizit erlauben möchte. Das heißt, das würde dann auch meine Security-Einstellungen, meine Content-Einstellungen in dem Fall overrulen. Wenn ich bestehende Listen habe, kann ich hier auch ganz einfach bestehende Listen einfügen und muss das nicht einzeln hinzufügen. Der nächste Schritt, File Analysis, das ist dieser intelligente Proxy, den ich anfangs angesprochen habe, bei risikobehafteten Domains. Das Beispiel war von mir Signal. Um den zu nutzen, brauche ich natürlich ein Zertifikat auf meinem Endpunkt, sonst wäre das nicht möglich. Würde auch nichts passieren, wenn ich das nicht mache, aber hier hätte ich die Möglichkeit einzustellen, ob ich das mit der Policy machen möchte oder nicht. Und zu guter Letzt kann ich dann hier meine Blogpage designen, das heißt die Seite, die dem Mitarbeiter angezeigt wird, wenn Umbrella etwas blockiert. Die meisten Mitarbeitern wird Cisco Umbrella nichts sagen, das heißt, viele fügen natürlich hier einfach ihr Logo ein und gestalten sich diese Seite individuell. Und am Ende bekomme ich dann eine Zusammenfassung meiner Policy und das ist alles, was ich machen muss, um mal mein Regelwerk festzulegen. Und in einem dritten Schritt natürlich der spannendste Punkt ist das Reporting, auf das ich jetzt noch 5 Minuten eingehen möchte. Und dann ja, sind wir auch schon durch und ich glaube, wir haben es dann schon kurz und knackig heute geschafft. Lukas, gibt es bis dato Fragen? Bis dahin sehe ich keine im Chat. Vielleicht zwischendurch nochmal den Hinweis, gerne die Fragen in den Chat stellen, ansonsten auch unmuten, wenn gewollt. Ansonsten ja, schauen wir uns gerne nochmal die Reports an. Das jetzt hier unsere Demo-Umgebung, weil die einfach besser mit Daten befüllt ist und das auch besser illustrieren kann.
erste Report, um mal einen guten Überblick zu bekommen, Activity Volume, was ist denn bei mir im Unternehmen überhaupt passiert? Und das bekomme ich jetzt hier aufgelistet. Ich sehe, ja, 5% waren hier Security-relevante Events. Kann hier noch näher reingehen und sagen, okay, ich habe so und so viel Malware wurde blockiert, so und so viel Crypto-Mining wurde blockiert. Jetzt habe ich natürlich auch Security-Events, die erlaubt wurden, wenn ich in meiner Policy gesagt habe, ja, newly seen Domains sollen zum Beispiel nicht blockiert werden. Dann hätte ich Security-relevante Dinge, wo ich mich aber bewusst entschieden habe, die nicht zu blockieren. Da könnte ich mich auch jetzt tiefer reinklicken, aber das schauen wir uns in einem anderen Report noch an. Bei Top Categories sehe ich einfach nur Visibilität, welche Gruppen werden denn bei mir im Unternehmen genutzt. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, Spiele, Web, E-Mail, Erwachseneninhalte und kann mich dann hier auch weiter reinklicken und schauen, okay, von welchem Netzwerk wird denn das aufgerufen, welche User rufen das auf. Das heißt, es gibt mir einfach ganz viel Visibilität, um auch hier an meinem Content-Filtering feilen zu können und um zu wissen, okay, möchte ich überhaupt, dass diese Inhalte bei mir im Unternehmen aufgerufen werden. Ja, spannendster Punkt sind natürlich dann die Security Findings und hier kann ich dann bei Top Threats bekomme ich einen schnellen Überblick von dem, was Cisco Umbrella blockiert hat und gehe jetzt hier zum Beispiel auf Ransomware und bekomme dann einen Überblick, okay, was wurde denn hier an Ransomware bei mir gefunden und hier sieht man, okay, die Destination, da hat jemand versucht, Google ein bisschen nachzubauen mit 9O0GLE, kann hier draufklicken, sehe dann, okay, wer hat zu welcher Uhrzeit darauf zugegriffen und wenn ich wissen möchte, ja, was steckt denn überhaupt hinter dieser Domäne, habe ich die Möglichkeit, in unsere Investigate-Konsole zu gehen und mir näher anzuschauen, was sagt denn die Cisco Threat Intelligence dazu. Das heißt, ich sehe nicht nur, es wurde blockiert, sondern ich kann mir auch in dem Threat Response Part ansehen, was steckt denn dahinter. Ja? Okay, welche IP-Adresse steckt dahinter? Wie viele DNS-Anfragen haben wir mit Cisco Umbrella dazu gesehen? Ja? Solche Peaks deuten immer ein bisschen auf gezielte Attacken hin. Ich sehe, welche IP-Adressen stehen denn noch mit dieser Domain in Verbindung. Welche Subdomains gibt es dazu? Was sind ja Related Domains? In dem Fall kennen wir keine dazu. Wir sehen den Whois-Record und wir sehen, von welchen Ländern auf diese Domain zugegriffen wurde. Hier kann ich übrigens jede Domain, jede IP eingeben und mal schauen, was da dahinter steckt. Das ist ganz spannend. Wenn man sich mal das eigene Unternehmen anschaut, bekommt man sehr schnell sehr viele Informationen. Und jetzt zu guter Letzt, ich habe es schon angesprochen, wie viele Applikationen werden denn in einem durchschnittlichen Unternehmen im Mittelstand genutzt? Und dafür können wir hier auf diesen App Discovery Report gehen. Und die Auflösung ist, ja, ein Mittelstandsunternehmen nutzt zwischen 3.000 und 5.000 Applikationen. Und hier bekomme ich das hier einfach einkategorisiert mit Spiele, P2P-Applikationen. Anonymizer kann dann hier näher reingehen, sehe, welche Applikationen werden bei mir genutzt und kann die dann auch hier direkt in meinen Policies blockieren, wenn ich nicht möchte, dass diese Applikationen bei mir im Unternehmen genutzt werden. Und um einfach mal eine Übersicht zu bekommen, welche Applikationen werden denn am häufigsten genutzt, kann man hier sich einfach alle Applikationen ansehen und die sind dann nach Anzahl der Aufrufe nach DNS-Anfragen sortiert und dann sehe ich, was bei mir im Unternehmen am häufigsten genutzt wird. Lukas, das war sozusagen die Kurzzusammenfassung von Cisco Umbrella. Fokus heute auf den DNS-Teil. Aber somit bin ich durch und wir können das gerne für Fragen öffnen, sofern da welche aufgetaucht sind.